Hallo und herzlich willkommen hier im Landkreis Rostock im Multiplayer-Spielstand. Ja, wir sitzen hier in unserem Fan, wollen natürlich hier die Eier abholen, denn ja, in der letzten Folge haben wir uns ja fast nur mit Gülle beschäftigt, ne, oder Gärreste. Den Punkt habe ich wieder an die alte Stelle hin verschoben, dort wo er war, denn aktuell sieht es so aus, dass es relativ gut läuft. Bin hier nicht ganz nahtlos zur Montagsfolge, ja, am Mittwoch unterwegs. Ich habe die Fahrer noch ein bisschen beobachtet. Zu dem Zeitpunkt, wo wir dann den einen LKW losgeschickt hatten, dass der eher fortgefahren ist. Ne? Jetzt kommen die hier unterschiedlich an. Jetzt stehen nie beide zur gleichen Zeit da. Und die LKWs kommen eben gerade so zurück, bis hier der Gärrestefahrer da ist. Jetzt steht nur ein LKW, der andere weiß ich nicht, wo der unterwegs ist. Der ist aktuell... Da fährt er gerade. Der wurde abgebunkert, der fährt gerade hier zurück auf den Hof, der holt sich jetzt Gärreste. Und bevor er da ist, kommt der nächste nicht hier zurück, da wird er leer sein und wird der kommen. Also das verschiebt sich dann ein bisschen, da steht jetzt immer nur ein LKW da und dann funktioniert die ganze Sache. Ne? Ich lasse es jetzt so mit dem Punkt, dass er halt, wenn beide da stehen, nimmt es halt aus dem hintersten LKW raus, dann ist es so, kann ich es nicht ändern. Weil sonst steht der Trecker zu weit vorn und wenn kein LKW da wäre, das haben wir ja gesehen in der letzten Folge, dann... Ja, wird nichts übergeladen und dann steht die ganze Sache. Das ist ja noch schlechter dann. Ne? Im schlimmsten Fall stehen es aber beide da und wird halt der hinterste erst leer gemacht. Und ja, was man natürlich auch hätte machen können, ich weiß nicht, wird vielleicht auch am Montag unter dem Video drunter gestanden haben. Man hätte natürlich auch die Sache so rumwählen können, dass wir hier in Feldrandcontainer hinstellen. Sowas hier, ne? Gehen 55.000 Liter rein. Hätte man vielleicht auch bis mit einem LKW als Zubringer arbeiten müssen. Man hätte nicht das Problem mit den zwei Überladepunkten. Kann man sich immer noch überlegen, ändert man halt die Strecke wieder ab, ne? Beziehungsweise, ach so, 55.000, 65.000, ja, könnte man auch den nehmen. Mit 50.000 Liter fast zufahren, hätte man immer so ein bisschen Puffer. Würde auch gehen, ne? Aber ich denke mal, das macht eher Sinn, der Feldrandcontainer. Wenn es die LKW nicht schaffen würden. Hier haben sie jetzt Standzeit und müssen fahren natürlich erst zurück, wenn sie leer sind. Aber wenn die LKW zum Beispiel auf dem Feld was weiter weg ist, dann denke ich mal, macht das mehr Sinn mit Feldrandcontainer. Weil da kommt er hin, lädt aus, wenn er alles reinkriegt, dampft er sofort wieder ab und holt sich die nächsten Gärreste. Ne? Selbst auch mit zwei Fahrzeugen auf die Entfernung. Wir haben eine Vierfachkarte. Aber ich sag mal, wir werden Gärreste wahrscheinlich bloß auf den Graswiesen ausbringen und hier unten vielleicht noch. Aber selbst hier würde sich das vielleicht schon lohnen, mit den Feldrandcontainern zu arbeiten, der auch ganz woanders steht. Ne? Und dass die halt vom Feld runterfahren, sich das dann holen und dann zurück zum Feldpunkt fahren. Weil hier haben wir auch den zusätzlichen Feldpunkt hier gemacht, den wir sonst nicht nutzen werden. Weil sonst würden die ja, wie gesagt, nach dem Betanken hier hinfahren oder dahin fahren. Da eiern die ja auch ewig neben Feld rum und das ist ja nicht Sinn und Zweck der Sache. So, wie gesagt, er fährt jetzt erstmal zur Bäckerei. Wir machen hier nochmal das Autoload aus, nicht, dass wir unterwegs was aufsacken. Ja, Eisenschmelzofen, also sprich Eisenerz, das wird steht auf Verteilen. Das kriegt man, das habe ich eingestellt auf Verteilen. Schaffleisch, also Schafe in die Fleischerei, nur wenn zu viel im Stall sind. Das muss man dann halt ausschalten. Ja, und Agrochemie Weizen, den können wir nicht bedienen, denn wir haben noch keinen. Da müssen wir erst im 1. Juli-Tag ankommen. Dann könnte bei uns Weizenernte reif werden. Bevor wir am 1. Juli-Tag ankommen, muss Feld 37 definitiv noch gekalkt werden, damit wir das Grasfeld fertig haben, weil wir werden am nächsten Ingame-Tag natürlich wieder eine Wachstumsstufe kriegen. Auch keine Erntereifstufe, auch eine Wachstumsstufe. So, was auch noch gemacht werden muss, ich glaube, die ganzen Mulcher stehen hier irgendwo am Lohnerhof rum. Entweder stapeln sie sich. Ne, hier stehen alle drei. Die sind natürlich, da vorne wird natürlich jetzt hier gewaschen und gewartet sein oder gerepariert. Ne? Dann wird noch betankt werden. Dann stellen wir den Mulcher weg. Wollen jetzt schon mit dem Kalkstreuer auf der 37 rumfahren? Nee. Gut, könnte man machen. Denn, wenn wir mal hier gucken, aktuell sieht es so aus, wir haben vielleicht den zweiten Fendt, halt so rum, den zweiten Fendt etwas weit
hinten angesetzt, denn er hat schon mit dem Vorgewende begonnen hier. Vielleicht haben wir uns da ein bisschen verschätzt, aber ja, muss man sehen. Er muss natürlich auch noch, hier ist er jetzt, ne? Er muss natürlich noch mal ringsrum, also er hat ja ganz schön zu tun. Ich glaube, das ist mindestens die dritte oder vierte Ladung, die er sich schon holt, ne? Aber wie gesagt, wenn das Vorgewände fertig ist, könnte man überlegen, ob man schon einen Kalkstreuer hinschickt. Wir könnten hier eigentlich schon... Kalkstreuer würde ich auch fast zwei nehmen. Dass wir ihn hier nehmen und dann vielleicht noch den Deutz. Wo ist denn überhaupt der zweite GCB? Wo ist denn der überhaupt? Meine Vorteil von den GCB ist natürlich, wenn der Nachschub braucht, die sind relativ flink auf der Straße unterwegs und hätten natürlich das Vorteil, dass vielleicht ein bisschen eher da sind, wenn sie sich Kalk abholen müssen. Ach, das hier drüben ist der Schmalspurbereich, den wir brauchen von den Zweien hier drüben ein. Weil den Kalk werden wir definitiv hier am Lohnerhof holen. Das werde ich auch nicht anders machen. Halt so rum. Da müsste doch eigentlich... Der steht hier oben. Da hängen wir mal hier ab. Dann kommt er mal zum Lohner runter und dann kann er sich den zweiten Kalkstreuer schnappen. So, und da können wir ihn nämlich hier schon einstellen. Insofern einstellen, das, was wir ein Autodrive brauchen. Und ihn schon mal Richtung Feld 37 schicken. Weil wir stellen uns ganz einfach unten an der 37 hin, wo wir sonst geparkt haben. In der normalen Zufahrt, da stürmen wir auch keinen. Weil dort fährt keiner raus. Jedenfalls sollte dort keiner rausfahren. So, wir brauchen... Abholen, beladen tun wir uns natürlich am Lohnerhof an der Agrochemie-Abholung. Ups. So, der andere müsste fertig repariert sein, ne? Frisch lackiert, hier der Herr Deutz. Ich habe auch noch einen Schluck Diesel. Wie viel Diesel ist überhaupt noch drin? Ach, muss einer aufgefüllt haben. 23.000. Ach klar. Jürgen war ja unterwegs, wo wir den Diesel in die Eisenschmelze gefahren haben. Hat ja die Werkstatt noch aufgefüllt, beide. Das war ja sozusagen vorige Woche Mittwoch der Fall, wo wir Überstunden gemacht haben. So, den stellen wir hier am Lohner unter. Wird blockiert, ist immer kein gutes Zeichen, oder? Ja, oben am Kuhhof mit der Halle, die wir dann nutzen, das ist, da müssen wir uns auch bald was einfallen lassen. Da ist irgendwann nicht mehr genug Platz. Ja, die werden sich ja kurz über die Füße gefahren sein, so wie das aussieht. Könnte ich mir gut vorstellen. Ja, das ist ja ein Quatsch. Warum fährt der GCB hier auf der Linie lang? Also das erschließt sich mir jetzt nicht.
Habe ich hier irgendwas falsch verknüppert? Ne, er könnte doch ganz gemütlich eigentlich, so wie immer die Strecke war, hier abbiegen. Ist doch verbunden. Naja, dann müssen wir mal eins machen. Werden wir das hier mal umfärben als Nebenstrecke. Aber dass das kürzer sein soll als wie die Hauptstrecke. Normalerweise würde das schon reichen, aber wir färben hier ganz einfach. Wir färben den Bereich noch um, den hier auch. Und natürlich den Punkt. Weil dann fährt hier wirklich bloß jemand lang, der ja hin muss. Mal gucken, ob er das versteht. Ich meine, er war aber nicht derjenige, der blockiert wurde. Ich denke mal, das waren trotzdem der TP-Fahrer. Vielleicht waren auch die Kurve so eng. Man weiß es nicht. So, das können wir da ausmachen. Na, 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 na. Oh, wir brauchen eine Brux. Okay, doch nicht. Na ja, gut, könnte man sich überlegen. Meine gut, wir werden ja öfters Gärreste ausbringen. Würde ich meinen. Hier haben wir teilweise auch bloß 60 Liter. Gut, hier wird 0 gewesen sein. Hier wird 20 noch gewesen sein dann, oder? Kalk muss ja hier so richtig drauf. Also die fahren sich ja richtig im Wolf, die Kalkstreuer. Hier ist ja teilweise 0 beim Kalk. Ne? Weil das sieht ja hier in der Übersichtskarte hier eigentlich mit dem pH-Wert so richtig übel aus, ne? Aber gut, werden wir hinkriegen. Meine, mir ist das auch vollkommen klar, denn als Mission wird ja nicht gekalkt, ne? Wir haben es ja vorher nur als Missionsfeld genutzt. Müssen wir schauen. Was wir aber gleich mal schauen sollten, ist, dass wir da... Ups. War ich jetzt unter der Map? Wie viel wir überhaupt Kalk hier drin haben? Na gut, 1,1 Millionen. Also, das Feld sollten wir gekalkt kriegen. Wäre natürlich interessant, wie viel wir hinterher dann noch drin haben. Gut, das werden wir aber erst... Ja, schon Freitag in der Folge, doch, möchte ich schon meinen. Da möchten wir das schon gekalkt haben, dass wir ein bisschen vorankommen. Ja, es müssen auch noch oben Kurse eingefahren werden für die zwei Ballenlager, die wir neu gesetzt haben. Also sprich für Luzerne und für Klee. Die anderen zwei waren ja für Heu, Luzerne, und für Klee, Heu. Oder Heu, Klee, Klee, Heu, oder? Ich weiß es nicht. So, die lassen wir mal hier stehen, denn wir brauchen definitiv am nächsten Ingame-Tag wieder Abfahrer für unsere Drescher. Denn wir müssen dann Weizen ernten. So, am Bäcker war jemand angekommen, hat noch vorgelesen. Hier war auch jemand angekommen. Fällt mir gerade ein, ich glaube, der steht schon wieder länger hier.
So, einmal hinten ausladen, einmal umschalten auf LKW, Stück zurück. Können wir auch einen LKW gleich ausladen. So, der fährt natürlich zurück zum Kuhhof dann. Ja, ich, wie gesagt, wenn wir die Ballenlager einfahren, werde ich hier mit Sicherheit noch einen Ordner machen. Großer Kuhhof Ballenlager. Das macht, glaube ich, am meisten Sinn. So. Ja, das Bling eben war, glaube ich, der GCB, ne? Eigentlich aufgepasst. So, einmal bitte abladen. Eine Packung Eier. Ja, wie weit reichen die Eier? Ist alles Sinn, ja, klar. Oh, noch nicht mal ein Tag. Ja, gerade so. Aber man sieht leider nicht im Produktionsinfo hat, wie viel Eier die Hühner produzieren, oder? Das sieht man leider nicht. Meiner Meinung. Ne, Eier stehen bloß als keine Produktion. Wir brauchen 4800 Liter pro Ingame-Monat. So viel produzieren wir nicht. So viel produzieren wir nicht. Da werden wir nochmal über einen anderen Mod oder noch einen zusätzlichen Stall nachdenken müssen. Es hätte auch den Vorteil, wir hätten natürlich für unsere Produktion dann, wie viel haben wir da noch drin hier, Hühnerfleisch. Der Huhn 227 ist noch ganz schön viel drin. Ja, ich weiß es nicht. Wie viel haben wir überhaupt hier schon produziert? 3000, 5000. Weil es ist jetzt keine Turboproduktion in dem Sinne, ne? Eine mit 20 Fleisch aus einem Huhn und das Ganze 96 Mal pro Monat ist nicht viel, ne? Aber gut. Aber trotzdem ein bisschen was. Müssen wir sehen, vielleicht bauen wir da noch was um. So Fässer. Fässer haben wir auch schon 5000 Liter produziert oder 5000 Stück oder wie auch immer. Ja, oder wir müssten uns hier was ändern in der Produktion. Wir könnten ja auch sagen, ein Huhn nicht, aber noch von mir aus, ja, 5 Hühner, 100 Hühnerfleisch, ne? Dann würden auch die Hühner schneller verarbeitet. Fünfmal so schnell. Vielleicht willst du schnell dann, oder? Mal schauen. Wir nehmen hier gleich nochmal den Kuchen mit und das Brot und dann fahren wir nochmal zum Lager. Und gucken wir mal, ob wir da eventuell noch hier ein bisschen Kuchen und Brot verkaufen können sonst, oder? Leer. Wir müssten auch mal schauen, dass wir bei den Schafen vielleicht mal die Wolle wegsammeln. Denn die falsche Richtung. Noch Farmer auf der Straße. Genau, Bekleidungsindustrie, die... Oh, vorbeigefahren. Steht wieder Schokolade draußen. Warum die ausgelagert wird, ich weiß es nicht.
Denn unsere Kleidung, die hat keinen Stoff mehr, ne? So, und die Spinnerei hat keine Wolle mehr. Ich meine, wir haben ja zum Glück Baumwolle angepflanzt. Aber doch gemacht, oder? Dass ich jetzt wieder Quatsch. Doch, genau. Wir hatten noch unten das große Feld mit Baumwolle gemacht. Genau. Da muss natürlich noch ein Baumwollernter her, ne? Da kostet ja auch wieder ein bisschen was. So, Autolot ist natürlich klassischerweise noch an, ne? Wir gucken jetzt am besten mal hier, wo die drüber. Da wollte ich hin, über die Bestandsprüfung. Ja gut, das fällt aus. Und zwar gut, Brot sind 183. Kuchen haben wir 49.000 Liter für 275. Ja, könnten wir noch Butter verkaufen, oder? Oder weiter Zucker verkaufen. Zucker sind wir aktuell im besten Monat, ne? Außerhalb der LKW abgeblieben vom Zucker verkaufen beim letzten Mal. Das wüsste ich aktuell gar nicht. Für die Fässer haben wir keinen Verkaufspunkt. Müssen wir uns da einsetzen? Aber gut, die wollen wir auch nicht verkaufen. Dann nehmen wir mal trotzdem jetzt hier. Ja gut, nehmen wir jetzt Kuchen mit oder? Gucken wir erstmal. Hier haben wir auch ein bisschen Zucker drin. Der andere Zucker ist alles in der. Wir machen ihn ja erstmal aus. Steht der LKW etwa noch an der Zuckerfabrik rum? Ja klar, da steht er doch. Der steht doch hier noch rum. Ach, er ist schon aufgeladen. Das ist ja noch besser. Ich denke mal, der Zucker musste nach Jennewitz, oder? Zum Lidli. Wo soll sonst der Zucker hin? Halt, nach oben müssen wir. Ah, ne, zum Supermarkt müssen wir aktuell. Okay. Ich glaube, da haben wir noch keinen Anfahrtspunkt. Ne? Denn dort haben wir doch nach wie vor bloß Baustelle. Supermarkt haben wir hier neben hinter die Schafe hingebaut. Das hier müssen wir als Anfahrtspunkt nehmen. Baustelle, genau. Dort schickt man hin. Da müsste man natürlich auch ein bisschen Kurs einfahren, sonst. Aber erstmal gucken, ob der Supermarkt unseren Zucker nimmt. Wir nehmen mal, wo ist denn unser Trecker jetzt? Der steht doch jetzt hier rum, oder? Halt dort, dort, dort. So, der schnellste Weg zu den Schafen ist doch hier hinten hoch. Dass wir vielleicht in der Spinnerei noch mal ein bisschen Stoff in der Reihe kriegen. Muss ich mal gucken, da drüben ist die Schafweide, kommen wir jetzt hier rüber?
Weil wir können ja vorne rumfahren, oder? Hier ist kein Weg. Oder hätten wir abkürzen sollen hier über die Wiese? Ich glaube, wir hätten abkürzen sollen. Bevor wir ja vorschriftsmäßig ums Eck fahren. Wir sind ja auch schon wieder 26 Minuten unterwegs. Oh, das Auto lädt es natürlich noch an. So, haben wir schon mal alle. Müssen wir mit Sicherheit noch mal abladen, dann. Habe ich wieder nicht aufgepasst. Na, warum ruckelt es jetzt so? Wir fahren mal etwas langsamer ran hier. Oh, hier steht ja deutlich mehr. Aber lange keine Wolle abgeholt, würde ich sagen, oder? Geht jetzt hier genauso viel, dann kriegt man ja nicht mal alles weg. Naja, wir müssen erstmal hier nochmal umladen. Und das Ganze ordentlich machen. Und dann kriegt man nämlich auch noch die zwei Paletten mit drauf hier, oder? Und dann wird man noch zwei Paletten drauf kriegen. Hier vorne ist eine angefangen, das geht nicht, aber jetzt weiß ich nicht. Naja gut, dann müssten wir hier zum Schafstall. Ne, ihn schicken wir hier mal zum Schneider und wir gucken mal hin zum Schafstall. Schneiderei, da kann er erstmal hinfahren. Denn uns sitzt ja hier wieder absolut die Zeit im Nacken. Supermarkt wird angekommen sein, oder? Ne, noch keiner da. Gucken wir gleich mal hier am Schafstall. Ich weiß gar nicht, wo die Wolle hier spawnt. Da vorne? Ne. Die Ballen hier reingestellt. Ich glaube, das war ich selber, oder? Kriegen wir hier Wolle? Ach, dort. Hier kommt die Wolle. Ne? Steht, na gut, hätten wir nicht mehr weggekriegt. Geht das Tor hier wenigstens auf? Jawohl. Das geht bestimmt hier auch auf. Dann müssen wir das mal noch erledigen irgendwann. Hier dann auch noch die Wolle wegholen. Schaffen wir natürlich heute nicht mehr in der Folge, ne? Das ist fast klar. Wir haben dann auch noch den zweiten GCB, der muss natürlich einen Kalkstreuer noch kriegen, der muss hin an die 37. Wir verkaufen hier mal noch schnell unseren Zucker und schicken ihn zurück zur
Zuckerfabrik. Hier müssen wir auch noch mal ein bisschen Straße malen. Können wir ja über den Trigger fahren, ja. Der Trigger ist sowieso nicht groß genug. So, hier können wir schon mal einstellen, Zuckerfabrik. Ja, 72.000. Ich meine, wir haben bloß 50.000 mit, ne? Das ist schon ein guter Preis. Wir sollten vielleicht auch überlegen, ob wir die... ob wir uns doch andere Trailer noch zulegen. Hier, Palettentransport. So, die müssen wir auch auf die Straße stellen, weil hier gibt es noch keinen Kurs. So, ab hier sollte es funktionieren. Und dann gucken wir mal, was die beiden hier machen. Der hat gerade leer. Der ist auf dem letzten Vorgewende. So muss der andere. Andere steht hier. Kein LKW da. Oh, was ist denn da los? Warum ist der aus? Oh, habe ich den irgendwann angeklickt? Nee. Ach, der hat 5 Touren eingestellt. Bedienerfehler, ne? Der ist 5-mal gefahren, ne? Wartet jetzt natürlich ein bisschen besser aus. Gut, wird Nachschub geben. Hat der auch 5 Touren eingestellt? Nee, der ist richtig eingestellt. Ja. Vielleicht hat es schon jemand gesehen, ne? Vielleicht steht es unter Video drunter, aber das ist dann so. So, da wird er dann hier gleich wieder Gärreste bekommen. Der Kalkstreuer ist schon da. Und der andere war ja hier am Lohnerhof. Das müsste er sein. Genau, so. Den werden wir noch ausrüsten mit dem Kalkstreuer, schicken ihn hin. Aber ich wollte eigentlich noch hier gucken, auf der Position Farming Karte, Stickstoff, ja. Das Stück Vorgewende noch und die Bahn muss er noch machen. Vielleicht setzen wir den anderen nochmal an, mal gucken. Also das Feld werden wir sicherlich fertig haben in der nächsten Folge, die natürlich hier dann am Freitag kommt. Ich sag mal vielen, vielen Dank fürs Einschalten. Ja, bis dahin. Tschüss.